Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es wie in der vorhergehenden um Sinn und Sinnlichkeit. In der letzten Folge ging es vor allem um einen sinnlichen Tagesablauf und ums Essen. Diesmal geben wir weitere Tipps, wie Sie im Alltag alle Sinne anregen können und beschäftigen uns mit Tieren, die Menschen mit Demenz besuchen. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Methoch 2 Verlag, der sich hier mit einer kleinen Werbung vorstellt. Ein Tag im Garten, ein Ausflug in den Tierpark, geteilte Momente mit Kindern oder ein Nachmittag mit Hundewelpen. All dies löst positive Gefühle bei uns aus. Gefühle, die wir zum Beispiel beim Streicheln eines Hundes oder beim Graben im Garten hatten, sind stark in uns verankert. Diese Emotionen durch schöne Bilder hervorzurufen, das ist der Ansatz der Filme der Demenzaktivistin und Filmemacherin Sophie Rosentreter. Ihre Produktionsfirma Ilses Weite Welt macht Filme, die sich speziell an Menschen mit Demenz richten. Die DVDs mit den Titeln Hunde, unsere treuen Freunde, Unser schöner Garten oder Musik gemeinsam singen setzen genau hier an. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen können die Filme zusammen anschauen und sich von den Bildern und Geräuschen mitreißen lassen. Zusätzlich zu den Filmen gibt es Begleitbücher und Fotokarten zu denselben Themen. Mit diesen fällt es noch leichter, miteinander ins Gespräch zu kommen und schöne Momente gemeinsam zu genießen. Erhältlich unter www.methoch2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. In der letzten Folge ging es schon darum, warum Sinnlichkeit für Menschen mit Demenz so wichtig ist. Diesmal wollen wir Ihnen noch ein paar weitere sinnliche Anregungen geben. Es geht um Tiere, um Kinder und um Sternenhimmel. Und mit dem starten wir. Die Tagespflege Die Aue in Berlin-Wilmersdorf kennen Sie bereits aus der letzten Sendung. Dort durfte ich einen Tag mit allen Sinnen begleiten. Da habe ich so viel erlebt, dass ich es gar nicht in einer Sendung unterbringen konnte. Der Leiter der Tagespflege, Andreas Rath, hat einen sogenannten Snuselenraum eingerichtet. Das ist ein gemütlicher, angenehm warmer Raum, in dem man beruhigende Lichteffekte sehen und entspannende Musik hören kann. Herr Rath hat mich zuallererst dort reingesetzt, und zwar in einen Massagestuhl, der mir eine wirklich wohltuende Massage beschert hat, während ich in einen Sternenhimmel schaute und schöne Musik hörte. Ich bin eigentlich gar kein Fan von Entspannungsmusik, aber dort hat es mir richtig gut gefallen. Und für zu Hause ist sowas durchaus auch machbar, als Erlebnis für alle Sinne. Wir haben so einen Wagen uns angeschafft, der ist auch teuer. Aber es sind zum Beispiel auch Geräte drauf, die sind eben nicht teuer. Zum Beispiel dieser Sternenhimmel, den muss man googeln, kostet 45 Euro. Den habe ich auch für zu Hause jetzt, für uns, für meine Tochter. Den macht man sich mal an und wissen Sie, es ist so ein beruhigender Sternenhimmel. Ganz leichtes Drehen, es kommen Sternschnuppen mal, haben Sie gesehen, die habe ich gar nicht entdeckt. Die Farbe ist beruhigend. Und wenn man das einfach mal machen möchte, sinuskurvenmäßig, nicht Dauerbeschallung dieses Ding da an, sondern einfach mal sehen, guck mal Schatz, geht das, hilft dir das, ist das schön, ach, das macht doch Spaß, lass uns das zusammen genießen. Versuchen mit dieser Farbe dazu eine sanfte Musik oder die Molle oder das, was man möchte, oder ein Schlager. Diesen Eingang finden übers Hören, das Sehen dieser Sterne, dazu noch einen schönen Geruch, dass man so eine Duftlampe sich anmacht mit Lavendel, Zitrone, was man möchte. Und dann ist es doch gar nicht teuer. Musik hat man zu Hause, eine Duftlampe ist kein Problem, sich das zu besorgen und dieses Gerät dazu. Dann hat man drei Sinne angesprochen, die einfach auch dazu führen, dass man mal was anderes tut zu Hause. Wenn dazu noch kommt so ein Vibrationskissen, das ist ein Kissen, kann sich in den Rücken packen und da anlehnen und dann brummt das und macht Massage oder auch nicht. Es geht ja immer um die Freiheit.
die Freiheit, dies zu genießen oder auch zu sagen, gefällt mir nicht, ich gehe jetzt weg. Ne? Das ist alles zu tolerieren, aber dieses Angebot muss da sein und gucken, wo gehen wir hin, was können wir genießen, was macht Spaß, was macht ihm keinen Spaß. Ganz wichtig, Herr Rath hat es eben schon gesagt, kein Angebot sollte im Dauereinsatz sein, sondern ganz gezielt ab und an eingesetzt werden, damit sich der Effekt nicht abnutzt. Und wenn es Ihrem An- oder Zugehörigen mit Demenz nicht gefällt, dann ist das halt so. Es ist nichts für jede und jeden passend. Aber vielleicht tut es Ihnen ja auch gut. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist wichtig, dass Sie als Angehörige sich auch um sich selbst kümmern. Und wenn so ein selbstgemachter Snuselnraum Ihnen beiden gefällt, umso besser. Also vielleicht nicht nur eine Massagematte anschaffen. Bestimmt können Sie sich noch an Dr. Ingo Kielemann erinnern. Der Neurologe leitet die Gedächtnissprechstunde des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen und der Universitätsmedizin in Rostock. Er kam in den ersten Sendungen des Demenz-Podcasts öfters zu Wort und ich finde, es wird Zeit, dass wir ihn wiederhören. Dr. Kielemann gibt eines zu bedenken: Bei allen sinnlichen Interventionen bitte die Persönlichkeit des Menschen mit Demenz anschauen und gute Musik hören. Es gibt ganz furchtbare CDs zur Entspannung, aber es gibt auch viele, die wirklich gut sind und die es auch hinkriegen, einen so ein bisschen auf die Reise zu schicken mit dem, was man da eben hört. Und das kann durchaus auch hilfreich sein bei einem Patienten mit einer Demenzerkrankung. Wobei man umgekehrt auch sagen muss, dass es ja derselbe Mensch bleibt. Das heißt, wenn der 70 Jahre lang nichts irgendwie mit Tee oder Entspannungsmusik am Hut hatte, ist es eher unwahrscheinlich. Man kann es trotzdem versuchen. Da spricht überhaupt nichts gegen. Ist auch so mit Malen oder anderen kreativen Dingen, die man dann durchaus einsetzen kann. Aber man muss eben schon bedenken, dass der Mensch halt schon derselbe Mensch bleibt und Dinge, die er vorher nicht mochte, die mag er vielleicht auch weiterhin nicht. Herr Rath hat vorhin bereits erzählt, dass auch eine Duftlampe manchmal gut tun kann. Dr. Kielemann weiß warum. Das Riechhirn ist der älteste Bereich des Gehirns, den wir überhaupt haben. Und von daher ist tatsächlich wahrscheinlich Riechen und Riecherinnerung auch etwas, was am tiefsten im Gehirn verankert ist. Und Riechen wird noch besser verankert mit Emotionen. Und das ist ja in gewisser Weise auch Sinnlichkeit, ist ja Emotion. Und wenn man diese beiden Dinge hat, dann hat man eine extrem intensive Erinnerungskraft, was das Gehirn da leisten kann. Ja. Und das kann man eben nutzen oder man kann es auch nutzen, um einfach eine entspannte Situation zu erreichen, in dem vielleicht dann Worte nicht mehr so gut funktionieren, sondern eine Berührung oder eben ein wunderbarer Tee, ja, der auch wieder nicht auf dem Flur schnell leer geschlurft wird, sondern wo man sich hinsetzt und sagt, wir trinken jetzt den Tee, ja, und dann geht's los. Das hat einfach häufig eine bessere Wirkung als das reine Wort. Woran ich, die ich katholisch aufgewachsen bin, sofort denken muss, wenn es um Musik und Riechen und um Emotionen geht: einen Gottesdienst, am besten noch mit Weihrauch. Herr Rath besucht mit seinen Tagesgästen einen in der Kirche um die Ecke. Da es einen speziellen für Menschen mit Demenz dort nicht gibt, geht er nun mit seinen Gästen in einen anderen, besonderen Gottesdienst. Es gibt einen Kindergottesdienst für die Kinder um 10 und da gehen wir dann einfach mit rüber. Haben uns bei der Pfarrerin angemeldet und dann gibt es eben einen Kinder-Senioren-Gottesdienst mit Orgelspiel. Wenn die Orgel durch die Kirche hämmert, haben wir was für die Ohren, eine Sinnlichkeit, die ganz toll aufgenommen wird. Und es ist eine kleine, einfache Geschichte. Das ist eben keine Liturgie, die schwer ist, sondern eben kindgerecht, aber dann auch für uns gerecht. Und dann ist das der neue Aspekt, den wir jetzt haben, dass wir zusammen einen kleinen Gottesdienst haben mit Orgel und Gesang. Wunderschön. Kinder und Kindheit spielen eine ganz besondere Rolle im Leben von Menschen mit Demenz. Und Kinder haben einen ganz besonderen Draht zu alten Leuten. Wir werden zu dem Thema noch eine eigene Sendung machen, hier aber schon mal so viel.
Wenn Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige Kinder früher mochte, dann kann es eine gute Idee sein, dass er oder sie auch weiterhin mit Kindern zu tun hat. Herr Rath hat dafür eine Kooperation mit dem Kindergarten um die Ecke aufgebaut. Die kommen mittwochs zu uns alle 14 Tage und wir bereiten ein Programm vor. Wir haben vor 14 Tagen mal gebacken, einen Bienenstich am Tisch. Auf der einen Seite alle meine Tagesgäste, auf der anderen Seite die 8 Kinder. Kriegen eine Schürze um, schon dieser Blick meiner Tagesgäste auf die Kinder, wie die auf einmal Eier schlagen können, einschlagen können und eins hüpft vom Tisch und wir müssen alles wischen. Ach Gottchen, konnte ich früher ja auch nicht. Das ist so schön. Und die Kinder sind völlig normal, die haben keine Ängste, keine Berührungsängste. Die bringen natürlich auch früh immer ein Lied mit aus dem Kindergarten, was sie dann singen, die das. Wir singen dann auch unser Willkommenslied für die Kinder, Guten Morgen in diesem Haus. Und dann geht das eben mit dieser Beschäftigung los. Das ist ja ein wirklicher Höhepunkt. Gemeinsames Singen oder Musik überhaupt ist eh ein sehr guter Weg, um mit Menschen mit Demenz in Kontakt zu kommen. Lieder von früher sind so tief in uns verankert, dass wir sie auch noch in einer schweren Demenz mitsingen können. Aber es ist wichtig, die Musik zu nehmen, die Ihr Angehöriger mochte. Wenn später mal ein wohlwollender Pfleger schaut, was in meiner Jugend auf Platz 1 der Hitparaden war, dann bekomme ich Modern Talking vorgesetzt. Die mochte ich damals schon nicht und dann bekomme ich schlechte Laune. Wenn mir aber meine Lieblingslieder von damals vorgespielt werden, dann wird's gut. Damit alle Pflegenden wissen, was der jeweiligen Person gefällt, ist es sinnvoll, eine persönliche Patientenverfügung zu verfassen. Wir haben darüber in der letzten Sendung gesprochen. Sind wir Klassikfans? Waren wir ständig im Konzert? Haben wir Ballett gesehen? Sind wir auf der Schlagerwelle gewesen und jetzt immer noch? Ja, haben wir Jazz gehört? Aber ich finde, es darf eben nicht den ganzen Tag dudeln. Ja, es ist dezidiert einzusetzen, sonst ist es wieder das, was überhaupt nicht mehr wirkt, was dann reinrauscht und rausrauscht. Bringe ich aber, sage, Schatz, jetzt hören wir uns mal die Moldau an, da waren wir doch immer früher und diese Melodie geht jetzt ja eingängig. Und dass man dann diese halbe Stunde, 20 Minuten die Moldau hört und dann wieder ausmacht, darüber nochmal spricht, das vielleicht auch mitgenießt, den Partner zur Ruhe bekommt, das ist das, was man eigentlich machen muss. Dass man in die Geschichte der Familie, in seine eigene Geschichte gehen muss und dann gucken muss, wo finde ich den Faden, wo kann ich ihn abholen. Mir ist völlig klar, dass Angehörige zeitlich und psychisch schwer belastet sind. Wie soll das jetzt also auch noch gehen? Gemeinsam Musik hören, sinnliche Momente schaffen. Dr. Kielemann, der Neurologe aus Rostock, sieht das ganz pragmatisch. Ja, man kriegt es in den Alltag rein, indem man versucht, selber aus dieser Terminflut herauszubrechen. Weil anders funktioniert es nicht. Also einmal fest einplanen ist eine Möglichkeit. Ja. So wie die Arzttermine im Kalender stehen, kann man sich auch sinnliche Termine in den Kalender setzen. Das gilt sicherlich besonders eben für die Angehörigen, wie ich schon gesagt habe. Wenn die frei haben, sollen die was für sich Schönes machen. Ja, und nicht etwas, was für den Haushalt jetzt vielleicht gerade wichtig wäre. Und da muss man ein bisschen versuchen, sich in Entspannung zu üben und das einfach mit bedenken, dass das dazugehört zum Leben. Es gibt die Termine und es gibt die Termine nur fürs uns oder nur fürs sich. Sinnliche Momente können auch bei gemeinsamer Arbeit erlebt werden, zum Beispiel im Garten. Herr Rath aus der Tagespflege, die Aue, hört das oft von Angehörigen und erlebt es auch im riesigen Garten seiner Einrichtung. Viele haben früher einen Garten gehabt. Wir haben Angehörige, die nehmen ihre Verwandten hier mit, die betroffen sind, mit in den Garten. Die eine sagt, der sitzt nur rum, aber ich kann da wirbeln, hab da meine Freiheit und meine Ruhe und er ist unter Betreuung, Beobachtung. Aber andere können eben noch einbeziehen. Das geht nach den Fähigkeiten, die noch vorhanden sind. Ne? Aber hier ist es einfach so, dass wir früh diesen Garten gestalten im Sommer, dass die Kissen rausgetragen werden. Auf die Stühle, die Kissen werden auf einen großen Tisch gelegt und die Stühle werden geputzt. Da hat ja irgendein Vogel was drauf gemacht oder ein bisschen Staub. Und dann habe ich zwei Damen, die das gerne machen. Und die eine wischt die Stühle und die andere trocknet die ab. Dann kommen zwei Herren und packen die Stuhlkissen rein. Das ist dann auch schon so, man wird auch schon eifersüchtig, wenn das ein anderer macht. Weil das ist ja meine Aufgabe. Ich mache das ja gerne, ne? Gartenarbeit ist etwas so Sinnliches.
die Erde beim Buddeln spüren und riechen, Blumen und Gemüse aussäen, das Wachsen und Gedeihen begleiten und beobachten, die Ernte pflücken und schmecken. In der Tagespflege die Aue wird Gartenarbeit in jeder Jahreszeit zelebriert. Dann haben wir unsere Kollegin Stascha, die hier unseren Garten liebt und die nimmt sich dann 2, 3 Leute mit, wo wir aus der Biografie heraus wissen, die können das, die wollen das. Der Rücken macht mit beim Bücken. Ja, sie fallen auch nicht hin. Also man muss diese Sturzgefahr beachten, viele kleine Aspekte. Aber es ist so, dass eben jeder noch irgendwie was tun kann, der möchte. Dann gibt es andere, die, wir hatten eine super Tomatenernte dieses Jahr, diese kleinen Cocktailtomaten am Hochbeet, die eben im Stehen die pflücken können. Da geht man raus und sagt, wir brauchen 5 Tomaten zur Dekoration für den Frühstückstisch da. Dann geht man mit ihnen raus und holt diese 5. Jetzt im Herbst, natürlich fegen wir hier mal die Blätter zusammen, ja, Besen in die Hand, 2 Leute und dann wird gefegt. Da geht es nicht um Qualität, sondern um Tun. Und im Frühling kerschern wir immer unsere Terrasse. Es geht auch mal schief, dass ich pitschnass bin, weil wir dieses Ding hochgehoben haben. Aber es ist eben der Witz und der Gag und man lacht sich dann halb tot. Es ist schön, da kriege ich noch mal eine ab, ja. Individuell gucken, wer kann. Viele können nicht mehr von der körperlichen Situation her, die Rollstuhlfahrer, aber die sind dabei, die gucken, die genießen, die lachen, die sind in der Natur. Also dieser Garten ist in jeder Hinsicht ein tolles Element. Im Garten der Tagespflege gibt es nicht nur Gemüse, Blumen und Blätter, sondern auch Tiere. Und um die geht es jetzt. Natürlich haben wir Kaninchen draußen und das ist natürlich jeden Tag das Füttern dran. Einmal muss man ausmisten. Da gibt es Leute, die das eben gerne machen, die das früher gemacht haben. Das Thema ist, und wir können dieses Kaninchen in einen Korb packen oder es läuft nicht weg und hüppelt nicht weg und dann wird es gestreichelt. Und dieses Versinken der Hand im Fell, ja, diese strahlenden Augen, es gibt auch welche, die es eben nie gehabt haben, da macht man es auch nicht. Aber viele, die es früher oder irgendwie so ein Fell anfassen und dann zuckt das noch ein bisschen rum und es ist warm, das ist doch schon wieder so eine haptische Sache, die einfach strahlende Augen hervorruft. Johanna Hahn kennt diese strahlenden Augen. Ihre Mutter hat Demenz, beide wohnen in Berlin in eigenen Wohnungen in einem Haus. Die Familie hatte immer Tiere, meist Katzen. In diesem Jahr starb die letzte Katze. Da war es dann so, dass meine Mutter mich plötzlich gefragt hat, möchtest du nicht einen Hund haben? Und ich, nee, wie kommt sie jetzt auf den Hund? Und Katzen geht nimmer, das ist einfach zu aufwendig auch, weil das sind dann wirklich Katzen, die in der Wohnung leben und bei jungen Katzen, die sind zu schnell, das geht alles nicht. Das war sogar auch ihr klar und auch dieser Prozess, die beiden Katzen sozusagen loszulassen und zu wissen, die sind jetzt einfach nimmer da, die waren krank. Das wollte sie, glaube ich, nimmer wiederholen. Deshalb kam, glaube ich, die Frage mit dem Hund und ich habe mir nichts gedacht und dachte, was soll das jetzt? Aber das kam dann wieder und wieder und wieder. Und das hat mich dann irritiert. Und ich habe gedacht, da drückt sich eine Sehnsucht aus. Frau Hahn hat diese Sehnsucht ihrer Mutter ernst genommen und eine bekannte Suchmaschine bemüht. Ich dachte mir, naja, gut, vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass man sich mal einen Hund ausleiht. Gefunden hat sie den Verein Leben mit Tieren e.V. mit seiner Geschäftsführerin Viola Freidel. Wir haben kurz geplaudert und hat mir auch die Unsicherheit genommen, dass ich jetzt was ganz Verrücktes mache. Und ich habe sie dann, man kommt sich so komisch vor, liest was im Internet und macht es dann einfach. Aber dachte, es kann ja eigentlich nichts passieren. Und ich habe sie dann auch gefragt, wie machen Sie das denn? Sie wissen doch gar nicht, ob der Hund oder die Hündin, die da kommt, meine Mutter mag und ob die zusammenpassen. Und dann hat sie gesagt, sie käme erstmal und würde sich so ein bisschen orientieren. Sie kennt ja die ganzen Teams und würde dann eine Entscheidung treffen. Nachdem sie Frau Hahn kennengelernt hatte, hat Frau Freidel ihre eigenen Hunde, Herr Müller und Minou, ausgewählt. Und dann kam sie mit Herrn Müller. Das ist auch schon ein älterer Herr, der eigentlich gar nicht mehr in den Besuchsdienst integriert ist, weil er schon wirklich ein Pudelherr ist, der eigentlich auch Schonung bedarf. Und dann ist was passiert, was mich eigentlich gar nicht verwundert hat. Herr Müller hat sich, glaube ich, ein klein wenig in meine Mutter verliebt und sie sich in ihn. Und da war Frau Freidel vielleicht etwas überrascht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das so ein Zusammentreffen, das so gar nicht geplant war. Und dann dachte ich mir, man kann mal was versuchen. Und in dem Fall war es ein Glück.
Frau Freidel, die die Mutter von Frau Hahn mit ihren Hunden besucht, beschreibt, wie so ein Nachmittag abläuft. Der Besuch spielt sich eigentlich so im Groben ganz gleich an. Wir betreten die Wohnung, sie wird geöffnet von der Frau Hahn und die Hunde stürmen halt in das Zimmer hinein, schauen sich um und schauen erwartungsvoll, was es jetzt eigentlich hier los ist. Und Frau Hahn, die entschuldigt sich oftmals bei mir, dass sie jetzt keine gute Gastgeberin ist, weil sie kann die Sinfonie des Streichelns der Hunde jetzt nicht unterbrechen. Das ist ein O-Ton. Das heißt, sie geht mit 150-prozentiger Aufmerksamkeit in die Begegnung der Hunde hinein. Und die Hunde machen es ihr gleich, indem sie ihr die ganze Zeit um die Füße schlawenzeln. Dann setzen wir uns zumeist aufs Sofa. Die Hunde springen selbstständig aufs Sofa. Und wir fangen dann erstmal an, von Mensch zu Mensch miteinander ein bisschen zu plaudern. Und nebenher hat sich dann meist Minou schon an die Seite von Frau Hahn gesetzt und sie streichelt sie ganz ausgiebig. Und während dieses Streichelns kann man dann eigentlich schon im Gesicht von Frau Hahn sehen, wie die Gesichtszüge sich echt entspannen, wie ihre Bewegungen auch ganz liebevoll sind, also überhaupt kein übergriffiges Verhalten. Also Minou ist auch ein sehr, sehr kleiner Hund, der das praktisch schon herausfordert, aufgrund ihrer Physiognomie eher zart zu sein. Und das macht sie auch. Und auch ihre Stimme wird dann ganz weich. Und sie fängt an, ganz langsam zu reden und plaudert ganz viel mit den Hunden. Und sie driftet dabei in diesem Monolog mit dem Hund. Sie redet also kaum mit mir, sondern eher so mit den Hunden. Driftet sie da auch wirklich in vergangene Zeiten. Und sie nennt die Hunde dann auch immer Katerle. Also das verschwimmt. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ne? Und sie wechselt ganz oft dann eben auch die Zeiten zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Aber nie in die Zukunft. Die Tochter von Frau Hahn erlebt, dass die Besuche von Herrn Müller und Minou bei ihrer Mutter nachhallen. Es ist einfach so eine Freude. Und sie ist da ganz bei sich. Und ich glaube, es ist so dieses Fließen lassen von Gefühlen. Diese Konzentration wirklich auf das Hier und Jetzt. Und bei meiner Mutter ist es so, dass nach diesen Besuchen ist sie vielleicht ein bisschen müde, aber sie ist sehr wach und sie ist sehr bei sich und mit sich auch eins. Und das ist das Großartige dabei. Das schätze ich außerordentlich, weil das wie, naja, man kann jetzt sagen, es ist keine Therapie, aber es ist so eine Bestärkung, dass das Leben so wie es ist, richtig ist und alles passt. Wir haben es ja schon oft gehört. In der Demenz werden Gefühle und sinnliches Erleben viel wichtiger als die Kognition. Und dabei können Tiere mit ihrer aufrichtigen und direkten Reaktion eine ganz wichtige Rolle spielen. Und auf dieser Ebene ist dieser Kontakt zu Tieren viel intensiver, als es vielleicht vorher ist. Und ich beobachte zum Beispiel an meiner Mutter, dass sie dem Gespräch vielleicht nicht immer folgen kann, aber ganz schnell sieht es jemand jetzt sehr traurig. Und dann sagt sie einfach, der ist traurig. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, diese Sensibilität, die sich bei der Demenz auf dieser Ebene entwickelt, korrespondiert irgendwie auch mit der Kommunikation. Klingt jetzt blöd, aber es ist einfach auch eine Kommunikation zwischen Mensch und Tier möglich. Aber halt jenseits jeglicher Logik und jeglicher kognitiver Möglichkeiten und zu spüren, aber halt nicht nur, dass das Gefühl stimmt, sondern auch mit den Händen zu spüren, die Wärme zu spüren, die Zuwendung, die ja dann auch bei Tieren eine körperliche Zuwendung ist, ist einfach ein sehr beglückendes Erlebnis. Und es tut so gut, das zu spüren, dass da jemand reagiert, ohne irgendwie rum zu meckern oder anzumerken, hast du das wieder vergessen oder so. Ja, das ist dem Hund doch wurscht. Und das tut einfach gut. Und da freue ich mich für meine Mutter. Und ich weiß auch, dass es bei Leuten, die nicht dement sind, gut tut. Aber ja, ich glaube, das ist alle, die irgendwie was mit Tieren zu tun haben, wissen das, auch wenn sie es vielleicht nicht aussprechen. Was genau da in der Kommunikation zwischen Mensch und Tier passiert, dazu hören wir im Anschluss noch ein Interview mit Frau Freidel vom Verein Leben mit Tieren e.V.
Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung ein paar Anregungen gegeben haben, wie Sie Sinnlichkeit in den Alltag mit Ihrem An- oder Zugehörigen mit Demenz bringen können. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast@medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. In der Sendung haben wir schon von Herrn Müller gehört, dem Pudelherrn, der die Mutter von Frau Hahn besucht. Jetzt sitzt er hier vor mir bzw. unter mir in einem Körbchen und zu ihm gehört Viola Freidel. Frau Freidel, Sie sind Geschäftsführerin des Vereins Leben mit Tieren e.V., der unter anderem Hundebesuchsdienste für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Demenz anbietet. Warum machen Sie das? Also was macht diese Begegnung von einem Menschen mit Demenz mit einem Hund aus? Die Besuchsdienste sind vor allen Dingen für Menschen mit Demenz oft freudig, weil die Tiere die Menschen sehr gut spiegeln. Die Menschen fühlen sich ganz schnell angenommen in ihrem Gegenüber. Tiere haben im Unterschied zu uns Menschen eine sehr authentische Ausstrahlung. Das heißt, wenn ich einem Menschen begegne, dann bin ich immer in einer Rolle, entweder vielleicht eines Pflegenden, eines Partners, einer Freundin, einer Person, die offiziell ist, und dementsprechend verhalte ich mich. Tiere allerdings haben diese Rollen nicht und sind empathisch. In der Sendung vorhin haben wir schon gehört, wie sich der Besuch von Herrn Müller und Minou auf Frau Hahn auswirkt. Haben Sie da noch andere Beispiele, was Hundebesuch bei Menschen mit Demenz auslöst? Sofern die Menschen irgendwie noch eine zeitliche Orientierung haben, ist die Vorfreude auf den nächsten Besuch immer schon sehr groß. Das heißt, die Menschen stimmen sich darauf schon ein und glücklicher wirken sie. Wenn der Besuch dann da ist, findet es meistens eine Erfüllung und es wird dann Oxytocin ausgeschüttet, ne? Also dieses sogenannte Kuschelhormon, was dann da eigentlich wirkt. Das überträgt sich durch dieses Streicheln des Tieres, durch die Blickkontakte von Hund oder Tier zu Menschen. Und bringt die Menschen halt in eine Stimmung oftmals, die, ich kann es nur beschreiben, mit sehr ausgeglichen zu bezeichnen ist. Ja? Also sie wirken sehr viel toleranter oftmals auch sich selbst gegenüber. Sie vergessen ihre körperliche Leiden oftmals, übertragen ganz viel Gefühle, die sie schaffen, dann oftmals in Worte zu fassen und führen dann einen Dialog mit dem Tier, was von Mensch zu Mensch kaum noch möglich ist, weil das nicht gewünscht ist von den Dementen. Und die Dementen haben oftmals, das ist ein starker Wirkfaktor, die Offenheit der Tiere, die sie selbst öffnen lässt, dass sie manchmal überhaupt erstmal widersprechen und dann eben auch Dinge sagen, die ganz erstaunlich sind. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Menschen so aus dem Herzen sprechen. Das empfinde ich, das ist so ungefiltert, das ist so ehrlich, so authentisch. Und ich glaube, ich würde das nie erreichen, wenn ich ohne ein Tier da wäre. Was macht das aus, dass da so eine Veränderung bewirkt wird durch das Tier oder dass Hunde solche Veränderungen bewirken können? Also welche Ebene oder welche Ebenen werden da angesprochen? Was entsteht da?
Ich glaube, das ist auch die Möglichkeit, nonverbal miteinander kommunizieren zu können, das wirklich also auf der absoluten Gefühlsebene ist. Und diese nonverbale Kommunikation, der Austausch zwischen Mensch und Tier, bewirkt einfach, dass die Menschen dadurch auch offener sein können und vertrauter werden. Das heißt also, es wird sehr viel schneller eine Beziehung oder die Menschen haben die Lust und das Vertrauen, sich in die Beziehung zu einem Tier zu geben als zu einem Menschen. Das macht sie wiederum sehr viel offener und zugänglicher. Senioren im Allgemeinen und Demente auch sind ja in einer Lebensphase, wo sie auch sehr wenige Körperkontakte, liebevolle Körperkontakte haben. Dennoch haben diese Menschen einen großen Bedarf an Körperlichkeiten und Sinnlichkeiten, was über Körperkontakt natürlich auch ausgelebt werden möchte. Die Tiere bieten sich oft an, in den Körperkontakt zu gehen, also indem sie die Nähe des Menschen suchen, sich tatsächlich an deren Körper anschmiegen und es zulassen oder es gar genießen oder manchmal sogar einfordern, gestreichelt zu werden. Also diese Körperlichkeit hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Menschen ganz haptisch werden, dass sie das begreifen im Sinne von, sie benutzen ihre Hände dafür, um das zu begreifen, was da gerade vor ihnen liegt. Ein warmer Körper, der Impulse gibt, der Impulse aufnimmt. Bei der Frau Hahn zum Beispiel ist es, dass sie ganz oft ihre Hand auf den Brustkorb von Minou legt und das Schlagen des Herzens nachforscht und ganz erstaunt ist, wie schnell dieses kleine Herzchen eigentlich bubbert. Und wenn sie eine Weile ihre Hand da drauf gelegt hat, fast wie eine Heilerin sieht es aus dann, und sich der Herzschlag des Hundes reduziert, reduziert sich auch der eigene Herzschlag des Menschen und sie werden dadurch auch sehr, sehr viel ruhiger. Also es ist ja erwiesen, dass die Tiere eben auch ein blutdrucksenkendes Mittel sind. Das hat einfach auch was damit zu tun, das zu erfahren, durch diese Sinnlichkeit im Kontakt mit dem Tier in eine Resonanz zu gehen und ja, in einem gleichen Herzschlag beinahe zu kommen. Sind die Hunde eigentlich speziell geschult? Also wie wählen sie die aus? Nein, die Hunde sind in der Regel sind die nicht geschult, aber sie müssen eine Eignung mitbringen. Bedeutet, der Hund muss vielen Situationen gegenüber, die er in so einem Besuchsdienst erleben könnte, gelassen bleiben. Das heißt, übergriffiges Verhalten, Menschen streicheln ihn falsch, ungefragt, nehmen ihn in den Arm, ungefragt, alles Dinge, die aus hündischer Sicht eigentlich ein No-Go ist, aber was Menschen einfach gerne machen. Und diese Eignung wird nochmal festgestellt, auf der einen Seite durch mich und auf der anderen Seite über eine Kollegin, die sich auf Tierverhalten spezialisiert hat, die also austestet, wo sind eigentlich die Grenzen des Hundes, die für einen Besuchsdienst relevant sind. Er muss gelassen gegenüber anderen Haustieren sein, freundlich auch fremden Personen gegenüber, die in so einem Besuchsdienst den Raum betreten oder eben auch wieder verlassen. Er muss die Stimmung, die schnell wechselnden Stimmung, gerade bei Dementen gut kompensieren können, ohne dabei die Nerven zu verlieren. Er muss eigentlich wissen, wann er den Kontakt zu den Menschen herstellt und er muss selber erspüren und entscheiden können, wann er den Kontakt lieber lassen sollte. Wir sind ja eine Sendung mit Tipps für Angehörige und wir werden natürlich nicht nur in Berlin gehört, sondern wie ich jetzt letztens erfahren habe, durch eine Rückmeldung auch in Australien und zumindest eben auch bundesweit. Dieser Service, den Sie anbieten, der steht ja jetzt nicht überall zur Verfügung. Ist es auch okay, wenn einfach der Nachbarhund zu Besuch kommt? Also aus der professionellen Sicht, weil Sie gerade sagen, ist es auch okay, wenn der Nachbarhund kommt. Ja, wenn der Nachbarhund nett ist und wenn es kein Risiko darstellt, dass eine Gefährdung zu dem Besuchten existiert. Deswegen mit diesem Nachbarhund, ja, der kann möglicherweise natürlich genau dieselben Wirkfaktoren hervorrufen wie ein professionell geführter Hund. Man muss aber wirklich schauen, ist das Risiko, das da in der Begegnung sein könnte,
ist das überschaubar? Ihr Besuchsdienst ist nicht kostenlos. Sie bezahlen da zum Beispiel auch die Auslagen für die Geschäftsstelle etc. Was kostet ein Besuch und kriegt man da Unterstützung durch die Pflegekasse zum Beispiel? Der Besuchsdienst wird pro Stunde abgerechnet. Die Kosten belaufen sich zwischen 20 und 30 Euro, je nach Aufwand. Die Abrechnung über die Pflegekasse ist möglich durch diese sogenannten niedrigschwelligen Betreuungs- oder Alltagsbegleitungsleistungen. Das sind ja meist Menschen, die in irgendeiner Hinsicht schon eine Pflegestufe oder einen Pflegegrad haben. Sie haben Anspruch dann auf diese Leistungen, die, glaube ich, momentan bei 125 Euro im Monat liegen. Das heißt, wir als Anbieter haben da eine Berechtigung, diese Leistung anzubieten und können das dementsprechend auch mit diesen Pflegekassen abrechnen. Hat der Hundebesuchsdienst eigentlich auch einen positiven Effekt auf die Angehörigen, die ja oftmals sehr belastet sind? Ja, manchmal schon. Der Besuchsdienst ist vor allen Dingen auch für Angehörige gedacht als Entlastung. Manchmal sind Angehörige oder Zugehörige bei diesen Besuchsdiensten mit dabei, weil sie sehr wohl auch Nutznießer von diesen Besuchsdiensten sind. Nutznießer deswegen, weil sie oftmals ihre Angehörigen nochmal in diesem anderen Rahmen einfach auch nochmal ganz anders erleben. Dadurch, dass einfach sehr viele positive Gefühle und Verhaltensweisen in diesen Besuchsdiensten entstehen und die An- und Zugehörigen eigentlich auch merken, wie viele Ressourcen eigentlich die dementen Menschen eigentlich auch noch haben. Manchmal sind ja auch die Beziehungen, die zwischen den Angehörigen und den Dementen bestehen, einfach auch sehr problematisch und auch da findet dann einfach eine Entspannung nochmal statt. Manchmal haben auch Angehörige tatsächlich selbst Angst vor Hunden und spüren dann auch, dass die Anwesenheit des Hundes auch für sie sehr beruhigend sein könnte. Also ja, auch Angehörige sind Nutznießer von diesen Besuchsdiensten. Ich habe ja auch hier mit Herrn Müller sofort eine Beziehung aufgebaut und bin ganz glücklich, dass er sich erstmal an mich geschmiegt hat. Insofern kann ich das nur bestätigen, dass ein Tier wirklich nur Gutes bewirkt. Frau Freidel, vielen Dank.